Heute geht es also um die Subtraktion ganzer Zahlen. Addition war davor, jetzt kommt Subtraktion. Nochmal zur Wiederholung, das Grüne ist die Addition plus das Blaue ist die Subtraktion minus. Ja? Also nur um das Ganze nochmal in Erinnerung zu halten. Ich habe euch gleich die Regelung dazu geschrieben. Du subtrahierst eine ganze Zahl, indem du die Gegenzahl addierst. Also indem du die Gegenzahl von zum Beispiel plus 12 ist minus 12, ja immer das Gegenteil. Und statt sie zu subtrahieren, tun wir sie jetzt addieren. Diese Regel kennen wir schon mal oder so eine ähnliche Regel haben wir schon mal beim Bruchrechnen kennengelernt. Da hieß es doch auch, statt zu dividieren, tue ich den Kehrwert multiplizieren. So ähnlich ist es hier auch, nur macht man jetzt eben Subtraktion und Addition. Das heißt, statt zu subtrahieren, addiere ich. Also ich mache quasi aus dem Minus ein Plus, aber eben nicht die gleiche Zahl, sonst wird es ja die Aufgabe verfälschen. Ich muss diese Zahl da hinten noch die Gegenzahl bilden. Heißt, wir müssen die Aufgabe zuerst umschreiben. Also, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir ins Beispiel. Aus dem Minus wird ein Plus, denn statt zu subtrahieren werde ich addieren. Und ich werde eben nicht die 12 addieren, sondern die Gegenzahl von 12. Also muss ich aus dem Plus 12 ein Minus 12 machen. Ich schreibe diese Aufgabe quasi so um. Und dann kann ich das Ergebnis direkt berechnen, weil das ist das, was wir bereits können. Plus 17 plus minus 12 gibt dann plus 5. Erinnert ihr euch? Hier haben wir quasi 17 Euro und dann machen wir 12 Euro Schulden. Das heißt, wir haben noch 5 Euro übrig. Hier ist das Gleiche. Aus dem Minus wird ein Plus, weil wir die statt zu subtrahieren jetzt addieren, aber eben nicht die plus 4, sondern die Gegenzahl. Also wird die Rechnung dran stehen, minus 7 plus minus 4 gibt in dem Fall minus 11, ja, 7 Euro Schulden, dann kommen nochmal 4 Euro Schulden dazu, also habe ich 11 Euro Schulden. Hier wird wieder ein Plus draus, hier aus der minus 8 wird die Gegenzahl plus 8, schreibe ich erstmal komplett hin. Das will ich auch, dass ihr das immer hinschreibt zuerst, nicht sofort das Ergebnis hinschreiben, sonst kommt man durcheinander. Das ergibt natürlich, das ist die leichteste Übung, 33. Hier wieder minus und hier plus. Also, das heißt, macht mal ein Plus draus und schon erhalte ich minus 2. Eigentlich recht einfach. Ich habe euch hier ein Beispielaufgaben mitgebracht. Ihr sollt bitte diese Aufgabe jetzt lösen. Heißt aber natürlich zuerst diesen ganzen Hefteintrag schon mal ins Themenheft übernehmen, abschreiben, die Angaben hinschreiben und dann lösen. Das heißt, bitte jetzt auf Pause in dem Video drücken und abschreiben und rechnen. Pause drücken. Sofort. Jetzt. Okay, und jetzt kommt die Auflösung. Also hier haben wir natürlich aus dem Minus ein Plus gemacht und die Gegenzahl dazu genommen. Plus 4 minus 7 ist minus 3. Hier wieder aus dem Minus ein Plus gemacht und aus dem Plus 7 die Gegenzahl minus 7. Minus 4 plus minus 7 minus 11. Aufpassen, hier haben wir zwei negative, also quasi zweimal Schulden. Dann muss es natürlich auch die Schulden hochgehen. Und hier plus plus wird das Ganze, da kommt dann 11 raus, minus 4 plus plus 7 kommt plus 3 raus. Ihr seht, alles kein Hexenwerk, das sollte man jetzt können und das solltet ihr auch bitte verbessern, wenn ihr etwas falsch habt.